Moin, moin, Kinders, und willkommen zu einer neuen Folge Retro Flask. Heute mit dem guten Stargate für den Super Nintendo. Ich muss ja sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Stargate, also sowohl dem Film als auch den diversen Serien. Und ich war dann ganz, ganz verzückt, als ich das entdeckt habe. Deutsch natürlich und easy. Ich meine, hey, ist immer ein altes Spiel, die sind nicht gerade einfach. O'Neill wurde durch einen, oh Gott, diese Schrift ist auch wieder echt hässlich, mächtigen Sandsturm von den anderen getrennt. Es ist, nein, er. Er ist nun alleine in feindlichem Gebiet. Gut. Oder auch nicht so gut für ihn. So, ich muss gerade gucken, damit werfe ich Granaten. Damit mache ich bisher noch nichts. Damit springe ich und damit kann ich schießen. Hier zurück kann ich leider nicht. Gut. Dieses Spiel, by the way, ist inspiriert von dem Film, den ich euch wärmstens empfehlen kann. Kann ich hier runter? Nee, ne? Vielleicht von der anderen Seite, weil in diese Dinger da unten kann man rein. Ich habe es schon ein bisschen angespielt. Das sind Minen, da solltet ihr wohl nicht reinhopsen. Aber also, wir können hier uns ein paar Goodies absnacken. Das machen wir doch sehr gerne. Schon mal ein bisschen vorschießen. Ich wusste es. Aber ich finde, die Gegner stecken ja auch echt ein bisschen zu viel weg, ey. Auf der anderen Seite verliert man auch nicht so viel AP, zumindest nicht im einfachen Modus. Ich muss den Film echt mal wieder gucken, das ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Also, ich weiß schon ungefähr, was da passiert, ne? Also, das weiß man ja. Ist der jetzt tot oder hat er sich nur eingebuddelt? Na, werden es gleich sehen. Mist. Da wollte ich halt zurückspringen. Auf die sichere Plattform und bin dann genauer zwischendrin gelandet. Achso, da kann mich trotzdem treffen, das ist doch richtig gut. Das finde ich voll gut. Gut, aber ich sage mal, wir haben, was dieses. Ich glaube, hier war auch nicht mehr, kann ich auch einmal runter. Ich glaube, was dieses Niveau oder diese Art von Spielen angeht, haben wir auch, glaube ich, Schlimmeres gesehen. Ich mag nur gerne an das eine Jurassic Park-Spiel erinnern. Verdammt. War ja ähnlich aufgebaut, aber halt super unfair und super schwierig und super nervig und. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach nur zu inkompetent, diese. Wow. Diese alten Spiele. Geht das eigentlich zu schießen? Nee. Diese alten Spiele hatten schon einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad. Oh, da ist Daniel Jackson. Hallo, Jackson. Wo sind Kowalski und meine Männer? Bin ich froh, Sie zu sehen. Ihre Mannschaft wurde von Ra, dem übernatürlichen Herrscher dieser Welt, angegriffen. Na, was? Nagadana? Ra's Sklaven halfen uns zu entkommen, aber wir ließen unsere Vorräte in den Höhlen. Kowalski und ihre Männer warten dort. Finden Sie wenigstens 5 Kisten der Vorräte für uns in den Höhlen? Ich kümmere mich um die Nagadana. Sie werden uns beim Kampf gegen Ra helfen. Gute Idee, lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Ja, im Film wurde der O'Neill ja noch gespielt von Kurt Russell, in der Serie dann später von MacGyver, aka Richard Dean Anderson. Halt, alter Mann! Ich bin kein Feind, großer Krieger. Dies sind die Höhlen, von denen Daniel sprach. Finde alle Vorräte und gehe nach Nagada im Osten. Gut, das machen wir doch. Sehr gerne sogar. Einmal runter hier. Kann tatsächlich vom Seil aus schießen, das ist doch sehr praktisch. Dieses kleine Arschloch, mich nämlich nicht treffen. Oh Mann. Kackgegner. Ja, wie gesagt, das Gute ist, ich verliere halt nicht so super schnell.
Leben. Ich habe schon mal gesagt, ich bin ein großer Stargate-Fan. Stargate halt total cool. Wie komme ich denn da hinten hin, ey? Irgendwie übersteigt das gerade so ein bisschen meinen Skill. Aber ich will diese Kisten da haben. Na gut, gibt bestimmt einen anderen Weg. Ich kann mich nur gut an die alten Zeiten erinnern, als die als Stargate SG-1 dann auf RTL 2 immer lief. Ich weiß dann auch damals in den Ferien oder sowas hat man das gleich immer morgens, so, weil morgens irgendwie immer die Wiederholungen davon liefen. Und war total cool. Das war schon ziemlich gesuchtet. Und in letzter Zeit, wenn ich immer mal wieder sehe, dass irgendwo Stargate Atlantis läuft. Also ich meine, ich schaue nicht viel fern. Meistens, wenn ich vom Fernseher sitze, dann zappe ich einmal ein bisschen durch. Wenn ich sehe, irgendwo läuft Stargate, ja, wird sofort geguckt, ne? Das mache ich dann meistens, wenn ich gerade auf ProSieben meine Serien nicht gefunden habe. Dann denke ich so, ach nee, komm, ey. Echo Mio. Oh, das war jetzt voll dumm, ey. Was mache ich denn da? Dann sieht man halt ein bisschen weiter und dann kommt man meistens so auf einen von diesen trashigen Sendern wie Tele5 oder so vorbei und da läuft dann tatsächlich Stargate. Ja, die Serie ist schon ein bisschen trashig, muss man einfach mal sagen. Aber ich finde die Idee dahinter halt total cool, ey, mit diesem Sternentor. Vor allem, das wird in der Serie auch noch ziemlich ausgeführt alles so und das ist schon geil, muss man einfach sagen. Und dadurch ist es für mich auch sehr interessant. Die Serie, die Folgen sind halt alle so mehr oder weniger abgeschlossene Geschichten für sich selbst. Kann ich darüber? Nice, ey. Das ist der Skill. Der Film erzählt nochmal eine ganz eigene Geschichte. Mehr vielleicht von so einer Art Erstkontakt, sag ich mal. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das waren vier Kisten. Jetzt haben wir fünf. Boah, nee, da kommt ja hier runter. Uncool. Aber keine Herausforderung für uns, ne? Jetzt muss ich erstmal wieder zurücklaufen. Davon habe ich schon immer geträumt. Ah, hier ist noch Munition, Ammo. Keine Ahnung. Da oben in diesem einen Feld wird auch immer angezeigt, oben links, was man gerade eingesammelt hat. Aber naja. So, ich glaube, wir haben alles. Jetzt müssen wir nach Nagada, was wahrscheinlich irgendwo am Ende des Levels ist. Oh nee, diese Insekten finde ich richtig scheiße. Wollte gerade sagen, ich habe 26 Granaten, warum nicht mal benutzen? Oh. Weil dann sowas passieren kann. Mit Granaten wird man ja auch echt zugeschissen, ne? Aber die sind echt ziemlich gut, muss ich sagen. Nice! Okay, jetzt habe ich für diese kleine fliegende Granate benutzt. Ja, ich würde die eigentlich gar nicht einsetzen, aber ich habe so viele von denen. Da kann man ruhig mal ein bisschen was raushauen. Oh, wir sind da. Sehr schön. Oh Gott, die Schrift schon wieder, ey. Die geheimnisvolle Stadt Nagada. Menschen aus dem alten Ägypten wurden als Sklaven nach Abydos verschleppt. Das Volk lebt dort seitdem in ständiger Angst vor Ra, dem Herrscher. Okay. Und du bist anscheinend einer von denen, ne? Es ist wahr, der große Krieger wird kommen, um uns gegen Ra anzuführen. Wenn ich dadurch meine Männer zurückbekomme, bin ich dabei. Wir werden dir auch helfen, wenn du unsere vier Stammesältesten in Nagada finden kannst. Sie sind nach dem Kampf mit Ras Horuswachen verschwunden. Was ist meine Sache für mich drin?
Einer unserer Ältesten kann das östliche Tor öffnen. Deine Männer gingen in diese Richtung. Das hört sich nach einem richtig guten Deal an, würde ich sagen. Weißt du was hier? Ach, verdammt. Schluck doch die Granate. Schluck da einfach nicht. So. Schluck die Granate. Oder unten sehe ich schon einen von den Horuswachen. Mist. Ha! Ich wusste es. Guck mal, hier kann ich auch was aufsprengen. Okay, wahrscheinlich hat man deswegen so viele Granaten bekommen. Weil die genau wissen, dass man so ein kleiner Kacknoob ist, der nicht damit umgehen kann. Ja, so wollte ich das haben. Oh Mann, O'Neill. Sei mal nicht so. Da zeigt sich wieder mein ganzer Skill in Jump'n'Run-Sequenzen. Was ist das denn da oben, ne? Gewesen. Na. Ah. Ja, natürlich, ey. Hier sind ja wieder Gegner en masse am Start. Ach, der kann sich so wegteleportieren. Ja, natürlich. Das macht aber gar nichts, Freundchen. Okay, ich glaube, jetzt ist er tot. Hallo? Kann mit dem leider auch nichts machen, ne? Ich hoffe, er wurde jetzt von mir offiziell gerettet. Was war da von diesen Arschlöchern? Hier, schluck mal eine Granate. Da noch eine. Das ist aber ziemlich groß hier alles, ne? Da gibt es nochmal Leben, das ist sehr gut. Ich glaube, das war es hier aber auch. Spring doch da hoch, mein Kind. Da will ich hin. Aber da komme ich so nicht hin. Ich will dieses funkelnde Ding haben und diese Leben dort. What? Will ich alles haben. Wie soll man da hinkommen? Irgendwie von der Brücke da, ne? So, also der andere ist ja jetzt verschwunden. Deswegen nehme ich mal an, ich habe den befreit. Der sieht auch ganz fröhlich aus. Na gut, da kann ich bestimmt wieder für ein paar extra Goodies rein. Braucht doch kein Mensch. Also hier muss ich wieder Sprengmeister-Action machen. Der hat wohl gedacht, ich habe ihn nicht gesehen, so wie den da. Na gut, Leben brauche ich nicht unbedingt. Da bin ich relativ gut ausgerüstet momentan. Guck mal, da ist der dritte. Oh, das ist aber auch so ein Wächter. Ach! Weißt du was? Hier nimm eine Granate und nimm noch eine. Ja, Sir, wir haben sie doch sehr gerne befreit. Erstmal ein bisschen balancieren, ne? So, Leben, Leben. Ein Up! Ein Up finde ich gut. Diese Kristalle sind wohl so eine Art Leben. So. Mir fehlt aber noch einer von den Ältesten. Habe ich irgendwas übersehen? Ich wüsste nicht was. Ich wüsste nicht wo. Aber hier kann man doch bestimmt auch was aufspringen. Wenn man weiß, wie Granaten funktionieren. Okay, dritter Versuch.
Okay, vielleicht geht die Tür auch nur dann auf, wenn ich diese Typen da gerettet habe, alle. Weil er hat ja gesagt, nur der älteste Blar kann das Osttor öffnen. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt noch einen übersehen haben könne. Guck mal, da oben ist auch noch Stuff. Aber von da bin ich ja irgendwie gekommen, kann das sein? Oh, kann auch sein, dass einer in den Häusern drin ist. Gucken wir mal, ne? Zumindest mal kurz. Oh. Das ist ja ein Riesenhaus hier. Da habe ich zumindest mal ein Leben. Da ist tatsächlich nur einer. Wie geil. Ach. So, komm hier, Granate. Diese großen Flugviecher, die sind echt scheiße. So, ich bin ziemlich weit runtergefallen. Es wird echt lange dauern, wieder hochzukommen. Stirb doch endlich. Gut. Deswegen würde ich euch empfehlen, vielleicht ihr selbst herauszufinden, was passiert, wenn ihr alle vier gefunden habt und das Tor öffnen könnt. Denn für mich ist es erstmal Schluss mit diesem Spiel. Das war voll der komische Satz, aber egal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Retro Flask. Auf Wiedersehen.